Das Spiel läuft noch. Und wir stimmen nur nach Hause an. Ey, was geht ab, Hertha-Fans? Dennis hier für euch am Start. Heute Abend wieder Stadion-Vlog. Es geht gegen Kaiserslautern im DFB-Pokal-Viertelfinale und ihr seid mit dabei. Bin jetzt hier gerade noch in der Traumfabrik. Hier ist gerade irgendwie schon was vorbereitet worden. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so richtig was. Finden wir später noch raus. Marschieren wir erstmal zurück zum Platz wieder. Bisschen hier die Ruhe vor dem Sturm. Ein paar Leute kommen erst später noch. Und wir machen uns hier erstmal gemütlich. Na komm, und in der Zeit machen wir mal ein bisschen Recherche hier. Aha. Und gucken uns hier erstmal an, was der junge Mann hier eigentlich so drauf hat. Bradley Ibrahim von Arsenal. Okay. Oh, stark. Huch. Aber wir waren hier schon, ne? Ja, Huch. Schade, ob man hier mal so ein bisschen reinlupen kann. Ach, hallo. Oh, da. Kennen wir da was? Aha. Mit der 23, merk schon. Ja, Freunde, so läuft das hier. Transferperiode endet heute. Da hat Benny noch mal kurz zugeschlagen. Und wir sind hier einfach direkt mal mit dabei. Kollegen sind gerade mit drin und filmen. Ich bereite mich hier so quasi ein bisschen vor. Deswegen war schon ein bisschen Quatsch eben. Also ich meine, habe schon mitgekriegt, dass der jetzt hier ist. Aber so läuft es denn. Dann wird oben die Unterschrift da aufgenommen. Da dann halt auch nochmal gefilmt und alles. Dann geht es danach hier in die Traumfabrik. Da dann halt nochmal mit Fotos und so. Und dann da vielleicht auch nochmal kleine Clips. Und dann sieht dann das Ganze so aus für Social Media zum Beispiel. Hallo, I'm Bradley. Happy to be here. How ho he. Also Freunde, unsere neue Nummer 23, Bradley Ibrahim. Na, alles im Kasten? Jawohl. Social Media, Doku, Homepage, Blog. Wir haben ja alles. Ist ja Wahnsinn. Ist das eigentlich die neue oder die alte, Dennis? Nein, das ist noch die neue. Hast du die Fans schon informiert, was du tust? Alles Schmutz. Nein, tatsächlich noch nicht. Dann hast du ja jetzt das kommt später. Soll ich jetzt schon? Nee, vielleicht lieber dann, wenn es auch passiert. Aber merkt euch das, wir kommen darauf zurück, oder Dennis? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mal sehen. Hat er zufällig gesagt, ob er schon Spitznamen hat? Also, Zecke hat gesagt, wir haben schon ein Ibo. Aber ich habe nicht so richtig von ihm gehört, was er da gesagt hat. Ich habe ja einfach nur gesagt, Just Bradley. Just Bradley. Just Bradley. Was wäre mit Ibra? Ja, das hatte Zecke, glaube ich, so gefragt, ob sein Spitzname Ibra ist. Ja, gut. Aber das gab es halt schon mal ein. Alles in der Doku, falls das in die Kamera laufen hatte. Bye, guys. Thank you. Bye, bye. Thank you. Na? Nasi? Oh, da habe ich auch. Ja, naja, aber. Pure Muskeln. So, und damit dauert es nicht mehr lange. Wir gucken auf die Uhr, es ist 18 Uhr. Wir machen uns jetzt fertig, schnell noch warme Klamotten an und dann geht's rüber zum Stadion. Und dann geht's bald los. Oh, Aufregung steigt. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Wir fahren jetzt rüber mit unserem kleinen Shuttle hier. Und Tobi, das erste Mal hier mit im Vlog am Start. Hallo. Und er muss mich mit seinem Licht blenden. Das war das erste und das letzte Mal. Ich bin viel zu warm angekommen. Na gut, hier drin ist halt auch warm. Gehen wir uns jetzt die Skulptur angucken, Ole? Die Skulptur gucken wir uns jetzt an? Ja, Mann, da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Hier. Sehr, sehr geile Grafik von unserer Creation. Huch, jetzt ist wieder weg. Aber das Ding mit der Bahn, mit dem Ticket ziehen, ist geil. Ja! Dieser Typ. Was ist denn? Na gut, gucken wir uns erstmal kurz die Kabine an. Und gucken hier. Oh, es ist noch verdeckt tatsächlich. Aber Grüße gehen raus an den lieben Dirk, der hier nämlich was Geiles gezaubert hat. Aber man kann sich es noch nicht angucken. Beim letzten Mal gab es einen Kürbis. Und was gab es noch? Eine Salzskulptur oder so? Salzgebäck. Aber auf jeden Fall, hat bisher jedes Mal beim Pokal was gezaubert. Und diesmal ist es was mit Eis. Da unten sieht man es schon. Das würde ich mir gerne angucken. Aber das ist dann eher für die Spieler nachher. JP auch wieder mit am Start. Was geht
ab. Hallo, Hertha-Fans. Hey. Heute gibt's nur ein Gas, und zwar Vollgas. So ist richtig. Ey, ganz wichtig, wir haben vom lieben Toddy haben wir eine Tasse gekriegt und du hast auch eine Tasse geschenkt gekriegt. Für den Vlog noch. Ich habe eine Tasse gekriegt. Danke, Jule, Toddy. Jule hat eine Tasse gekriegt. Du auch. Und der zweitbeste Fotograf. Und Fabi muss ich seine noch geben. Aber dir dann auch noch. Damit danke du Bescheid dir weißt. Danke. Sehr gut. Hey. So, jetzt bin ich einfach mal draußen vorm Stadion. Ich will einfach nur mal ausprobieren, wie die Kamera so mit der Dunkelheit klarkommt. Und ich merke, sie kommt sehr gut damit klar. Guckt euch das an. Unsere blaue Arena da hinten. Es sieht schon cool aus. Es ist wirklich schon ganz schön cool. Und da drin, da geht es heute einfach richtig, richtig ab. Ausverkauft, 75.000 Leute da. Pokalfight, wir wollen ins Halbfinale. Schauen wir mal hier, hier die ganzen Feuerlöscher schon wieder auch stehen. Bin gespannt, was hier heute wieder passiert, ey. Plan für jetzt ist, Busankunft mitnehmen, den Jungs da ein kurzes High Five geben und dann gibt es eine kleine Überraschung. Boah, der Look, wie gemalt, Wahnsinn. Shoutout an die Balljungen. Das ist wie bei diesem Spiel, wo man die Autos so rausparken muss. Der Bus von Lautern wollte gerade raus, ging jetzt aber nicht, weil der Bus von Hertha kommt. Da sind wir. Und ich stehe massiv im Weg. Taschen, hi. 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 Taschen. Malchen. Quatsch. Hi. 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 Tasche. So, Freunde, und jetzt kommt die Überraschung. Boah, ciao. Ja gut, das schaffen wir schon. Ich weiß halt auch nicht, ob wir da hin dürfen. Na klar. Das ist schon stufenintensiv. 712 Stufen später. Okay. Aber, Freunde, das ist nice. Wir haben es geschafft. Wir sind oben. Und dann haben wir eine geile Aussicht. Jetzt geht's wieder runter. Wow. Es sind ja die allercoolsten. Sehr, sehr geil. Wenn es hier heute gegen die Teufel geht, dann sind die blauen Engel mit dabei. Geil. Ihr wollt mit in den Vlog? Ja. Ihr macht mal richtig Alarm hier. Wupp, 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 wupp. Jawohl, haui, ja. So ist richtig. Was wir noch klären müssen, Oles Leibchen. Das ist doch Thema. Es hätte die 38 eigentlich am besten werden sollen. Ja, 18, 28 hatten wir. 18, 28 hatten wir. Was ist es geworden? Es ist die 58, ja gut. Aber ey, vielleicht reicht es für. Muss auch sein. Die 8, die 8 hinten ist wichtig, glaube ich. Komm schon. Hier wird's richtig abgehen. Wer ruft hier? Da sind sie, guck mal, sehen sich alle im Vlog. So muss das sein, es ist so übertrieben laut. Es ist so geil. Batsch, 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 batsch. Batsch.
oben, Freunde. Es ist der letzte Tweet von Kai Bernstein. Lasst uns aber auch nicht müde werden, den Finger in die Wunde zu legen. Lasst uns den Mut haben, besser zu werden. Beherzigen wir das, blicken wir in eine Zukunft, in der wir alle mit Stolz die Hertha-Fahne auf der Brust tragen und uns als Teil des Ganzen fühlen können. Wow. Und Abfahrt, Freunde. Die Stimmung ist einfach Weltklasse. Es sieht einfach aus, als wäre hier ein Wüstensturm. Geil riecht es auch nicht. Kein Foul. Weiter, Harris. Gut. Rückraum, Rückraum, Rückraum. Ah, schade. Gleich nochmal. Gut. Schade. Komm, weiter, weiter, weiter. Oh, hier ist eigentlich auch mal geil zu stehen. Merke ich gerade. Aber gut, gehen wir jetzt mal näher zum Tor. Weg damit. Stören, stören, stören. Bitte nicht. Ich kotze wirklich. Ich kotze. Schade. Gut. Nimm ihn mit. Nimm ihn mit. Ah, schade. Aber kein Foul, glaube ich. Aber komm schon. Der kommt gut. Der kommt gut. Mach was Krasses. Na, Schuss. Das ist ein bisschen zu sachte. Bitte nicht. Bitte einfach nicht. Ach Gott. Jetzt mal nach einem Freistoß, bitte. Gute Länge. Das Harris. Das Terry. Ah. Und Harris. Ist kein Abseits. Schuss. Gut. Hater. Nein. Es kann nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein, Mann. Und die brennen da ihr Feuerwerk ab. Wir haben 75.000 im Stadion. Und wir kriegen es gerade nicht hin. Komm hin! Oh, stark! Kein Foul! Mach ihn einfach! Mach ihn einfach! Fall rein! Hoch! Mann! Es muss einfach passieren. Die müssen wach werden. Die müssen einfach wach werden. Es muss klappen. Meine Güte. Da noch an, aber komplett, das kann nicht wahr sein. Gegen die dürfen wir nicht verlieren. Es darf einfach nicht sein. Es ist noch Halbzeit. Es muss hier ein Pokalwunder passieren. Wir müssen es einfach komplett drehen jetzt. Beim letzten Mal in der Liga haben wir das 1-0 gedreht. Jetzt müssen wir ein 2-0 drehen, ist mir auch recht. Und könnt ihr euch noch an das Gespräch von vorhin erinnern mit Olum, mit Dustin, als sie es schon so angekündigt haben? Jetzt kann ich es euch ja sagen. Wir haben ja
seit diesem neuen Jahr jetzt eine neue Kamera hier und ich habe auch eine neue Vlog-Kamera. Und ich habe vorher mit meiner anderen Vlog-Kamera eigentlich keine Niederlage gesehen bisher in dieser Saison. Und jetzt haben wir mit der Kamera hier direkt in Wiesbaden verloren und ich bin halt absolut abergläubisch. Bedeutet, das ist jetzt die Aufnahme hier noch auf der Kamera. Wir werden die zweite Halbzeit mit der anderen Kamera wieder filmen und dann wird das klappen und wir werden in die nächste Runde kommen. Wenn es einen Fußballgott gibt, dann schaffen wir das auch. Es darf nicht sein, dass so eine Truppe da drüben, dass die weiterkommen. Wir schaffen das hier heute. Unser Traum wird weitergehen. Der Traum, den alle Herthaner haben, den Kai hatte. Und dieser Traum wird weiterleben. Wir kriegen es hin. Aber dafür muss ich die Kamera wechseln. Und das mache ich jetzt. Und Freunde, da sind wir. Das ist jetzt die andere Kamera. Das ist die Glückskamera. Und damit klappt es jetzt hier. Let's go, let's go, let's go. Hey. Alle mit dabei. Ihr seid ja die Allercoolsten. Ihr seid die Allercoolsten. Aber dann, Freunde, aber dann. Und es ist Fabi Rehse mit drauf. Und jetzt. Freunde, das ist so ein Moment. Das ist so ein Moment. Das ist Wahnsinn, was der ausstrahlen kann. Was der auslösen kann. Komm schon, der macht jetzt schon Stimmung. Jetzt gibt's ein Feuerwerk, Freunde. Jetzt gibt's ein Feuerwerk. Für alle Fans hier. Ball. Guter Ball! Groß. Oh, abgefälscht aber. Doch, 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 der war dran. Gut. Komm, Fabi. Gut. Wo sind wir? Foul ziehen? Torschießen? Ah, schade. Wir brauchen jetzt einfach die Torchancen. So eine gute halbe Stunde, glaube ich. Wir brauchen die Torchancen, wir brauchen die Tore. Eins für den Anfang. Damit wir in deren Köpfe sind. Und dann kommt irgendein Moment. Gut, Fabi. Gut, Fabi. Schade. Bisschen zu hoch für Harris. Komm. Geil. Schade. Weiter, Fabi, weiter. Komm, 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 komm. So bezeichnend, dass Fabi Rehse hier noch ein Tor macht. Das lässt er sich nicht nehmen.
Kopf hoch, weiter geht's. Ja, Freunde, was soll man da sagen? Es ist einfach, es ist unfassbar bitter. Es ist unglaublich, unbeschreiblich bitter. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich jetzt noch dazu sagen soll, Freunde. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Samstag geht zu Hause gegen den HSV. Hier gibt es aber keinen Vlog. Ich bin erst in Fürth wieder mit dabei. Aber so oder so hoffe ich, dass wir einfach auch da endlich wieder gewinnen. Ein Sieg wäre mal wieder schön. Freunde, bis zum nächsten Mal. Haut rein, hau he.